Yo, what's up, Homies? Da sind wir wieder bei Let's Play GTA San Andreas und ja, ich gehe mal weg von denen, die sind mir etwas zu laut. Und wie ihr seht, bin ich etwas mehr pumped als vorher. Ja, ich habe mal ein bisschen trainiert, ein bisschen. Wenn wir uns auch die Werte anschauen, sehen wir, Muskeln sind jetzt da, Fett ist weg und ich denke, so sieht das Ganze in Ordnung aus. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht unbedingt weiter treiben mit den Muskeln, es sei denn, es muss sein. Für bestimmte Sachen später mal. Weil ich mag es nicht so sehr, wenn CJ dann zum absoluten Fleischberg wird. So geht's noch, finde ich. So sieht er noch ziemlich gut aus, finde ich. Wundert euch nicht über dieses seltsame Tattoo, was da im Hintergrund so rausragt am Nacken. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur mal im Tattoo-Laden schauen, was es gibt und bin aus Versehen auf Bestätigen gekommen. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr und dafür ein hässliches Tattoo auf dem Rücken. Toll! Was eben so passiert, wenn man im so viel Tattoo-Studio geht. Okay, machen wir mal weiter. 9th Day Case. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fat sucker. Let me play first. Ay, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me! That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Yo, fahr mit Smoke zu Emmets Bude. What happened to the fams? What a love at? Shit happens. Seville wrongs Temple. Temple wrongs bro. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, Smoke. You full of shit. Ja, wir werden uns an ihn erinnern. Allerdings, naja, wir werden sehen, wie diese Erinnerung dann aussieht. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right, say it. Ain't you dead? Nah, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Besser als nichts wahrscheinlich. Glass baller, fool! Und ich meine, Smoke kann ja auch damit seinen Gottkomplex ausleben. Wir müssen halt erstmal klein anfangen. Oh. Oh Gott, das Zielen. Ja, ja, das Zielen. Oh, Beverly, be so proud of you, boy. Ich weiß ja nicht. Drei Schüsse, ein Treffer. Zum Glück sind die Köpfe der Ballers nicht so klein wie die Flaschen. So, das ist natürlich mit, PlayStation-Controller ein bisschen einfacher, weil man da automatisches Zielen hat. Aber geht schon. Ich muss sagen, das Zielen ist so eigentlich ein bisschen angenehmer, wenn man dann richtig in den Kämpfen drin ist. Cap your ass and your ass. You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh man, check out Special Agent Big Smoke. Der Typ hat so eine Macke, ey. So, ich habe gar nicht geschaut, was jetzt da stand eigentlich hier so schön ist. Egal. Wir zerschießen einfach mal alles. Oh Gott. Ah, das ist aber ein Gewackel. Vielleicht sollte ich das Ding mal ein bisschen weniger sensitiv einstellen. Ich weiß es noch nicht. Schieß den Benzintank des Autos per manuelles Zielen kaputt. Das machen wir sehr gern. Und zack. Damn, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this,
Miami is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Ich glaube, die Knarren vor 30 Jahren mal high-quality shit. I seen Noah Cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. Gut, fahren wir Smoke mal wieder nach Hause. Den Weg kennen wir ja schon. Und immerhin haben wir jetzt den Waffenladen. She seemed pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Na ja, werden wir noch sehen, ob das tatsächlich so der Fall ist. Ich verrate schon wieder zu viel, oder? Ich bin voll der Spoiler-Typ. Naja, was soll's. Hier Smoke, steig aus. Thanks, CJ. I see you around. Later, Smoke. Later. Und jetzt gibt's Klamotten. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beagle around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Yay, begib dich zu Bingo und besorg dir Klamotten in den Grove Street Farben. Bingo ist sowas wie Taco oder Kick in der GTA-Welt, würde ich sagen. High-Quality-Shit eben. Genau wie bei Emmett. Na gut, schauen wir es uns mal an. Immerhin kommen wir dann mal aus den Klamotten hier raus. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, was es hier gibt. Soweit ich mich erinnern kann, war die Klamottenauswahl jetzt nicht so geil, aber... Come in, come in. Zumindest irgendein grüner Hoodie oder so war dabei, der noch halbwegs akzeptabel ist. So, ja, ja, alles, was wir kaufen, ist ein Kleiderschrank. Nichts Überraschendes. So, da schauen wir doch mal. Yay, schwarzes Tanktop ist natürlich voll der Unterschied und repräsentiert natürlich auch total die Grove Street. Ja, komm, für $10. Warum nicht? Aber wir sind ja eigentlich auf der Suche nach anderen Sachen. Hier, der grüne Hoodie, der war, glaube ich, ganz okay. Ja, ist halt ein grüner Hoodie, ne? Nichts Besonderes dran. Puh, 45 ist aber ganz schön. Ich lasse ihn erstmal kurz drin. Wir schauen noch mal kurz, was es sonst noch so gibt. Wir haben noch nichts zu tun, wir haben noch Zeit. Gut, weißes T-Shirt, sowas muss ich jetzt, glaube ich, nicht erst anschauen. Wie sieht denn das Hemd aus? Wir wollen ja mal wirklich Grove-Farben tragen. Was ist das denn? Tragen. Alter! Well, he say he's taking me to Ventura. Du machst oben zu und lässt unten offen? Das sieht voll kacke aus. Wer macht denn sowas? Das ist auch nicht Gangster-Style oder so, das ist einfach nur hässlich. So, Karo-Hemd. Oh Gott! Schwiegermuttis Liebling? Nein, danke. So, wie sieht's denn hier mit der Kampfjacke aus? Naja. Ich glaube, am Ende wird es wirklich auf den Hoodie hinauslaufen. So viel Auswahl ist ja halt am Anfang nicht wirklich. Ja komm, wir kaufen einfach den Hoodie. Ich will jetzt auch nicht alles durchprobieren. Sollte nur mal so eine kleine Auswahl von Klamotten sein, die wir hier so erstehen können. Alter, schrei doch nicht so. So, noch $90 und wir brauchen noch Hose und Schuhe. Das würde heutzutage ziemlich schwer werden, aber in den 90ern war das machbar. Oh. Unbedingt. Unbedingt möchte ich das. Nein. Weg. Vor allen Dingen noch mit den Schuhen so dazu. Okay, wir schauen mal wirklich bei den Hosen. Ja, warum nicht? Komm. Bin jetzt zwar eigentlich nicht so der Military-Style-Typ, aber... Ach scheiße, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Aber die ist schon ganz okay. Besser als das vorher, würde ich sagen. Oder wir gucken noch mal kurz die hier an. Ja, ist im Prinzip das gleiche, bloß ein bisschen heller. Nehmen wir
Und ich hoffe, wir kriegen für $35 noch ein paar Schuhe. Sollte aber passen eigentlich, oder? Sandalen und Flipflops. Vergiss es doch. Nee, ach komm, schwarze Low-Tops sind eigentlich okay. Behalten wir, ist okay. You heard a personal space. So, oh. Jetzt habe ich mir doch ein paar angeguckt. Nein, ich will die nicht haben. Ich komme mit den Tasten so ein bisschen durcheinander ab und zu, weil das sehr gewöhnungsbedürftig ist. Das Bestätigen mit der Umschalttaste und das Zurückmachen mit Enter. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber naja, so ist das eben. So, falls er mal verloren geht oder im Sofa auf der Straße liegt, damit jeder weiß, wo er abzugeben ist. Ich glaube, den Rest brauchen wir uns nicht wirklich anschauen, weil hässlich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Außerdem haben wir jetzt ja die Growth-Farben im Körper. Das sollte doch passen. Und damit gibt's wieder Respekt für uns und einen kleinen Sprint zurück zu Sweet, der gleich mit der nächsten Aufgabe für uns wartet. Ja, ist jetzt am Anfang natürlich alles noch nicht so spannend, das übliche Tutorial-Gehabe. Aber... Was? Achso, das ist da oben. Es klang, als ob es direkt an meinem Arsch wäre. Naja. Aber das wird schon ganz gut Fahrt aufnehmen dann noch. So, schauen wir mal. Wir hätten jetzt auch Big Smoke zur Auswahl, aber wir machen erstmal Sweet. Drive-by. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ draw here, CJ draw there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Was für ein Spaten. Steig in den Wagen. Ich finde es so schön, wie die sich selbst aufs Korn nehmen hier. Weil man fährt halt auch wirklich immer wie ein Henker und reißt alles in die Brüche, wenn man irgendwo vorbeifährt. Eieiei, ist das laut. Okay, ab ins Ballersgebiet. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact? You're our chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. So, wollen wir Ryder mal da abwerfen und einfach sitzen lassen und gehen? Da wäre ich sehr für. Ups, wie ist das denn passiert? So, da sind wir auch schon. Das sind halt alles nicht so die weiten Wege. Der Tellerrand unserer Freunde ist sehr, sehr begrenzt. Ich glaube, wir haben bloß eine Untertasse und keinen allzu großen Teller. Yeah, ball is turf. You dogs ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Good. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Auf geht's. Move it, CJ. Halt, falsch rum. Kann doch keiner ahnen, dass es so rumgeht. Aber weißt du was? Scheiß auf Drive-By, wir überfahren die Typen einfach. Jo, wartet. Kurze Sekunde. Ich komme wieder. Ihr wisst doch, Muni und so. Am Anfang ist das kostbar. Schafft ihr es auch jemanden zu töten? Das wäre cool. Alter. Ja, danke. Danke. Die kriegen es auch nicht so wirklich auf die Reihe, ne? So. Auf zur Runde Nummer 3. Halbes Leben haben wir noch beim Auto. Sollte reichen, hoffe ich. Oh ja, das reicht. Schau mal an, da kann man noch super durchfahren. So. Kriegt ihr den? Ach komm, muss ich jetzt echt hinterherfahren? Ach. Mal ein bisschen zielen, Jungs. Ich habe gerade einen Tag gesehen. Okay, auf zur nächsten Runde.
Da machen wir mal Drive-Through statt Drive-By. Zack. Was denn? Oh, deshalb. Die Fahndungssterne. So, wartet mal. Da drüben gibt es, glaube ich, wenn ich mich nach recht entsinne, einen Stern. Oder? Gab es da nicht irgendwo einen? Ach, hier in der Durchfahrt. Ja, genau. Wunderbar. Das macht uns das Leben gleich ein ganzes Stück leichter. Dann können wir nämlich wirklich ganz in Ruhe darüber fahren. Auch wenn wir sowieso zur Spraydose müssen oder hier zum Umlackieren müssen, aber hey, was soll's. So werden wir wenigstens nicht großartig gehetzt und unsere Karre ist ja doch schon ein bisschen am Qualmen, da... Oh, da kommt der zweite Stern auch schon wieder. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir ja nicht unbedingt ein Risiko eingehen. Offenbar gehört das aber einfach zu der Mission dazu. Und ab dafür! Die guten alten Zeiten, als man wirklich noch in irgendeine Farbe umgespritzt wurde. So, dann machen wir uns mal wieder zurück in die Grove Street. Alles gut. Drive-by erfolgreich bewältigt. Yeah, Grove is back, man. Grove is back. Yeah, for sure. They were slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good today. Und wieder sinnlos ein paar Leute umgebracht. Warum auch immer, einfach nur weil sie andere Farben getragen haben. Das ist Gangbanging. Ganz toll, ihr seid super Jungs. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself from now on, CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Das ist aber ein teures Bier. $500? Gut, gut, aber Respekt für uns. Und wir haben sogar drei Missionen zur Auswahl. Ich würde sagen, wir bleiben einfach weiter bei Sweet, weil wir stehen sowieso schon hier. Was sollen wir großartig durch die Gegend eiern? Sweet's Girl. Sweet! Smoke! Shit, where all the homies at? Fuck they at? Damn. Hey, Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Wie ein Gangster kommt er vorgerollt. Okay, fahrt zu Sweet, bevor die Seville Boulevard Jungs ihn erledigen. Ein Auto wäre cool. Aber, naja. Ich glaube, bei Emmett müssen wir jetzt... Boah, müssen wir jetzt nicht vorbeifahren. Ich glaube, wir können direkt rüber machen. Da haben wir noch ein bisschen mehr Spielraum mit Sweets Leben, wenn wir jetzt gleich rüber machen. Ich meine, wir haben ja vorher gut gesammelt. Von daher sollte es schon passen. Und genug Muni sollten wir von den Leichnern auch wieder kriegen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Mit dem besten Auto aller Zeiten. So, die Seville Boulevard Families haben die Wohnung von Sweets Freundin umzingelt. Schalte sie aus. Überraschung, ich bin da. Alter. Das Zielen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin nicht in Reichweite, kann das sein? Sieht wohl so aus. So, das war's für ihn. Okay, nehmen wir erstmal den da. Und du auch noch. Oder doch noch nicht? Diese Reichweite, das ist irgendwie... Ja, natürlich. Okay, jetzt geht's. Da oben ist immer noch einer. Oh Gott, ich muss erstmal hier kurz die Muni einsammeln. Alter! Stay cool, buddy. Na, wo ist er denn? Schießt du gerade durch die Mauer? Alter, was? Sehr interessant. Sehr interessant.
Gut, wenn deine Gesundheit bei Null ist, dann wirst du ohnmächtig und wirst im nächsten Krankenhaus behandelt. Ganz großartig und ich glaube, alle unsere Waffen sind weg, richtig? Ja, Gesundheitspickups, bla bla. Wir können unsere Gesundheit also noch erhöhen. Ich hätte natürlich auch in Deckung gehen können, aber ich war gerade etwas zu konsterniert, dass der Typ durch die Mauer schießt und ich ihn überhaupt nicht treffen kann.